CDU und CSU haben Anfang Juli ihr gemeinsames Programm für die Bundestagswahl vorgestellt. Wie viel von dem christlichen Profil darin steckt, beurteilen zwei Unionspolitiker in einem Beitrag für die evangelische Nachrichtenagentur IDEA unterschiedlich. Für den Bundesvorsitzenden des evangelischen Arbeitskreises der CDU-CSU, Thomas Rachel, kommt das C im Wahlprogramm klar zum Ausdruck. Wir bekennen uns zum christlichen Menschenbild, in dem der Mensch mit seiner von Gott verliehenen, unantastbaren Würde im Mittelpunkt steht. Anderer Meinung ist der frühere hessische Kultus- und Justizminister Christian Wagner. Für ihn gehört das C unverzichtbar zur Identität der Union. Das müsse in jeder grundlegenden Aussage sichtbar werden. Diesem Anspruch wird das Programm nicht gerecht. Die alleinige Erwähnung der beiden Worte christliches Menschenbild sei eindeutig zu wenig. Die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Partnerschaften durch den Bundestag lässt auch den Gegensatz zwischen der evangelischen und der katholischen Kirche größer werden. Davon ist der Freiburger Theologe Eberhard Schockenhoff überzeugt. Denn während die katholische Seite die Ehe für alle strikt ablehnt, hat sie die Leitung der evangelischen Kirche in Deutschland begrüßt. Für die katholische Kirche ist dagegen die Ehe eine unauflösliche Lebensgemeinschaft von Mann und Frau, die für die Zeugung und Erziehung von Kindern offen sei. Würde die katholische Kirche die Zweigeschlechtlichkeit der Ehe oder die Bereitschaft zum Kind zur Disposition stellen, würde sie dem Wort und der Weisung Jesu untreu. Am 1. Juli trat das neue Prostituiertenschutzgesetz in Kraft. Unter anderem ist die persönliche Anmeldepflicht von Prostituierten vorgesehen. Gerhard Schönborn von der christlichen Beratungsstelle Neustadt in Berlin sieht darin aber wenig Hoffnung auf Veränderung. Das Gesetz habe kaum praktische Auswirkungen. Der Druck, sage ich mal, auch auf Deutschland wird größer, weil eben Nachbarländer eine andere Gesetzgebung haben, eine schärfere. Und dadurch entsteht halt zunehmend ein Sextourismus aus den Nachbarländern nach Deutschland. Die württembergische Landeskirche fordert ein Sexkaufverbot nach schwedischem Vorbild. Freier müssten bestraft und Prostituierte geschützt werden. Vor einem Jahr eröffnete der Evangelische Gemeinschaftsverband Württemberg die APIS, das Hoffnungshaus im Stuttgarter Rotlichtviertel. Dessen Vorsitzender Pfarrer Steffen Kern bezeichnete die Einrichtung als Erfolg und betont die Rolle des Gebets. Gebet ist an dieser Front, wo wirklich eine Front ist zu Kriminalität, zu Menschenhandel, zu großen Herausforderungen, glaube ich, das Allerwichtigste. Laut Statistischem Bundesamt gibt es 400.000 Prostituierte in Deutschland. Jährlich werden in diesem Gewerbe rund 15 Milliarden Euro umgesetzt.